Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing der UEFA Euro 2016 Reihe. Ja, liebe Leute, long time no see, aber jetzt bin ich zurück mit was wirklich brandneuem von Panini zur UEFA Euro 2016, nämlich mit dem Sticker Update Set. Das Teil ist gestern erschienen, habe ich letzte Woche vorbestellt, kam leider heute mit einem Tag Verspätung an, aber brandneu und deshalb was ganz Neues und das unboxen wir jetzt. Dann wollen wir das gute Stück mal auspacken. Das Teil kostet, soweit ich mich recht erinnere, 7,90 € im offiziellen Panini Deutschland Shop. Ob es das Teil irgendwie auch im Handel zu kaufen gibt, kann ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht sagen, weil ich es noch nicht nachgeguckt habe. Aber auf jeden Fall im Panini Shop einfach bestellen. Den Link packe ich noch in die Videobeschreibung und dann kann man sich das Teil da nachbestellen. Drin sind, ich glaube, 88 Sticker zum Updaten. Also einfach Spieler, die vorher nicht mit im Heft waren und jetzt aber beim Turnier dabei sind. Und dann kann man wohl Spieler, die nicht dabei waren, im Heft ersetzen. Übrigens mit dabei in der Packung war das schicke Teil. Ein Sticker von Marco Reus. Nette Geste von Panini, finde ich cool. Und dann würde ich sagen, packen wir das Teil doch mal aus. Und dann gucken wir, was da drin ist. Einfach nur so ein Deckblatt und dann hat man hier ganze Blöcke voll. Viererblöcke voller Spieler, die man dann wohl noch auseinander machen muss. Was auch ganz cool ist, wie man hier sieht, da steht dann genau, welche Spieler überklebt werden sollen. Also zum Beispiel nehmen wir hier den Fall von Deutschland. Da soll dann Ilkay Gündogan überklebt werden durch Joshua Kimmich. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, ob ich das machen würde, wenn ich die schon drin habe. Sondern dann mir irgendeine andere Alternative einfallen lassen, wie ich die hier noch ins Heft kriege. Aber gut, dann gehen wir mal durch. José Fonte, Eric Dier, Marco Rock und Joshua Kimmich. Shkodran Mustafi, Theodor Gebrselassie, Haukur Hauksson, Simon Sasa, Dele Alli, Ante Čorić, Federico Bernardeschi und Slavomir Peschko. Der ehemalige Kölner, da habe ich zwei gegriffen. So, Stiliano Filip, Bartosz Salomon, ja. Nolito, der bisher ein durchaus ordentliches Turnier gespielt hat. Benny Hövedes, Jan Gregusz, Ivan Strinic, Stefano Sturaro, Kyle Walker, Josef Schural, Rafa Silva, Lee Hodson, Frederik Veseli, Deneš Dibuš, oh Gott, Jiří Skalák, Emre Can, Cyrus Christie, Hördur Magnusson, Mario Gomez, super getroffen die Woche, klasse Spiel gemacht. Da sieht man mal, was möglich ist, wenn auch ein Stürmer im Spiel ist. Bruno Soriano, Dennis Alibec, Emir Kujovic, Karo Linetti, Nikola Stanciu, Daniel Sturridge, Laurent Simon, Renato Sanchez, Neuzugang der Bayern, bis jetzt keine große Rolle gespielt. Gelson Fernandes, Emre Mor, der vom Kommentator zum neuen Messi erhoben wird, warum auch immer. Eren Derdiok, Thiago Alcantara, hat bis jetzt auch noch keine große Rolle bei Spanien gespielt. Viktor Kovalenko und der Leverkusener Tenjedwaj. Fabian Frey, Will Grigg on fire, André Gomes, Marcus Rashford, Nuri Sahin, Adil Rami, Georgi Shenikov, Cesar Azpilicueta, Yunus Mali, André Pierre Gignac, Divock Origi und möchte gern Russe Roman Neustädter. Die müssen wohl sehr verzweifelt gewesen sein, den einzubürgern und direkt wieder auf die Bank zu setzen. Thiago Motta, Dimitri Torbinski, Cenk Tosun und der Durchstarter bei den Franzosen, Dimitri Payet, Thiago Sionek,
Cosmin Moti, Aritz Aduriz, Danny Rose, Christoph Jallet, Adrian Silva, Steve von Bergen und Leroy Sané. Bis jetzt leider keine Einsatzminute bekommen. Den hätte ich gerne eher mal gesehen auf links statt Götze oder Gott bewahre Özil. Victor Lindelöf, Jordan Lukaku, Runamar Sigurjonsson, Sigurjonsson, so rum. Ahmed Çalık, N'Golo Kanté, Alexander Sinchenko, Arnur Traustason, Roman Šiškin, Ludwig Augustinsson, Alexander Karavajev, Shani Taraschei, die Schweizer, geile Namen, Lukas Vazquez, Valerika Gaman, Gordon Schildenfeld, ist denn nicht bei Frankfurt im Gespräch wieder, Alexander Golovin und Emanuele Giaccherini. Das waren die Spieler dann auch schon. Ich muss mir jetzt noch einfallen lassen, wie ich die ins Heft reinbringe. Habe ich ehrlich gesagt noch keine Ahnung von. Gefühlt waren da aber irgendwie auch welche dabei, die ich schon im Heft habe. Habe ich zumindest das Gefühl. Aber weiß man nicht so genau. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen.